Das Schöne im BBS, dass es wirtschaftsbezogen ist. Das ist quasi, sagen wir so schön, Abi 2.0, ziemlich praxisorientiert. Wann darf ein Schüler zu euch kommen? Eigentlich nehmen wir alle Schüler ohne Abschluss oder mit Realschul, Hauptschule oder erweitertem Realschulabschluss. Und sozusagen ist unsere Schule für alle Schüler offen, die Interesse haben, einen unserer Berufe zu erlernen oder halt das Abitur zu machen. Und überhaupt nach dem Hochwasser im letzten Jahr die Turnhalle so weit vorzubereiten. Also dann alle, die mitgewirkt haben, dass wir also heute hier stehen können und unsere Messe abhalten können, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. So, jetzt ist unser Landrat Götz Ulrich bereit, die Begrüßung vorzunehmen und zu uns zu sprechen. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich möchte Sie alle im Namen des Burgenlandkreises zu unserer 17. Messe begrüßen. Im Rahmen der Ausbildungsinitiative Lernt hier, studiert hier, bleibt hier, werden wir gemeinsam mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit, dessen Agenturleiterin Frau Meineck-Schmiede ich heute auch schon hier gesehen habe, diese 17. Messe durchführen. Ja, hallo, ich bin Alex, bin hier auf der BIM und ich bin hier, um mich über verschiedene Studiengänge zu informieren. Hier ist jetzt mehr so ausbildungsmäßig, deswegen gehe ich nachher noch so zu Vorträgen über verschiedene Studien und Universitäten. Ja. Gut, ja, ich auch. Gib alles. Du musst da reingucken. Ja, hallo, ich bin Steven. Ich bin auf der Berufsinformationsmesse in Zeitz heute. Und ich möchte mich auch über bestimmte Berufe informieren und Ausbildungsgänge. Und ja, sehr interessant, sehr lehrreich. Wir sind ja hier von YouTube quasi. Wir wollen auf dem Channel ein bisschen Werbung machen. Was machen Sie jetzt hier? Sie sind von Total. Also ich bin als Auszubildender, als Chemikant und bin jetzt im vierten Lehrjahr. Ja. Ja. Und haben Sie die Ausbildung vielleicht auch über unsere Berufsinformationsmesse gefunden? Nein, wir waren damals mal mit der Schule in der Firma, aber ich war damals auch hier zur Berufsmesse. Okay, und was lernen Sie? Also ich lerne Chemikant. Ja. Ja. Im vierten Lehrjahr. Im vierten Lehrjahr. Gut, vielen Dank, dann viel Spaß noch. Okay, danke schön. Mal gleich die Frau Liebau von Total. Ja, Sie sind schon öfter auf der Messe gewesen, ne? Ja, wir sind sozusagen Stammkunden, kann man sagen. Also wir sind jedes Jahr hier präsent, ja, weil das zu unserer Region gehört. Und konnten Sie denn über die Messe schon Auszubildende auch finden? Wir haben einige Auszubildende auch aus dem Zeitzer Raum. Ich denke schon, dass sie sich auch hier über die Messe mal informiert haben bei uns, ja. Prima, okay. Und was bilden Sie alles aus? Unser Hauptausbildungsberuf ist der Chemikant. Mhm. Dann vielen Dank. Schönen Tag noch. Hallo, Herr Dietrich. Hallo, also ich bin Sebastian Dietrich. Ich lerne im dritten Lehrjahr Anlagenmechaniker bei der Infraleuna. Und eigentlich ist wirklich die optimale Firma, weil man hat Einblicke in so ziemlich alle Felder. Man sieht erstmal, was die Chemie und Energie alles so umfasst für Bereiche. Das ist hochinteressant und bodenständig. Danke. Bitte. Hat euch an dem Stand gefallen? Gut, sehr gut. Was hat man euch erklärt? Was für Metallarten es gibt, welche Legierung. Und Interesse an dem Beruf? Mal gucken. Danke dir. Mein Name ist Dominik Meschler. Ich bin Lehrling bei Genius. Ich lerne Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Der Beruf, der ist sehr vielseitig. Er gefällt mir einfach. Weil die Arbeit mit Lebensmitteln, die ist einfach so umfangreich. Vielen Dank. Mein Name ist Elsa Hildebrand und ich lerne Fleischerin bei Tönnies. Mein Name ist Michael Burger von der Firma Tönnies. Ich bin Fleischermeister, hauptberuflich bin ich Ausbildungsleiter für die Firma Tönnies. Zurzeit haben wir in Berg, Greda und Weißenfels 124 Auszubildende, was wir mit insgesamt 7 Ausbildungsleitern kooperieren. Ja. Ja. Wir haben uns auch bemüht, richtig praktische Betriebsrundgänge mit einzubauen in die Messe. Also heute 14 Uhr, mitten in der Zuckerrübenkampagne, ein Betriebsbesuch bei Südzucker. Hallo, mein Name ist Birnchen. Ich bin der Werkleiter der Hohlfelder Küren GmbH in Zobau. Wir gehören Nürnberg mit Zobau zur Küring-Gruppe. Das heißt, Sitz ist Albstadt. Küring ist mit der größte Konzern in Deutschland, der durch Spannungswerkzeuge herstellt, hat ca. 40-45 Betriebe weltweit mit ungefähr 6.000 Mitarbeitern. Und 100 Mitarbeiter sind derzeit im Standort Zobau tätig. Wir werden am 3. November die dritte große Halle in Betrieb nehmen.
sind mit Sicherheit einer der modernsten Betriebe in Sachsen-Anhalt. Nur CNC-Technik und fertigen Sonderwerkzeuge für die Automobilindustrie bzw. Maschinenbau her. Bilden schon 10 Jahre Lehrlinge aus als der Spannungsmechaniker, stellen jedes Jahr 5 Stück ein. Lassen bei BAL, das ist ein großer Ausbildungsbetrieb in Leuna, bilden wir die Lehrlinge aus. Und wenn sie die Noten haben, wir setzen also Realschüler, Mathe 2, Physik 2 voraus, werden sie nach 3,5 Jahren Lehrzeit erworben. Ja, wie geht's euch denn so im ersten Lehrjahr? Sehr gut, muss ich sagen. Mir gefällt's ausdrücklich, muss ich sagen. Die Ausbildung macht mir Spaß. Zurzeit bin ich im Jugendamt und da wäre ich ganz schön gefordert, muss ich sagen, aber es macht Spaß. Was lernt ihr für Ausbildungsberufe? Ja, wir sind jetzt Verwaltungsfachangestellte. Es gibt noch andere, zum Beispiel diesen Sekretäranwärter. Das ist so beamtenmäßig, das dauert 2 Jahre und wir sind jetzt 3 Jahre dabei dann. Und dann gibt es noch den Verwaltungsfachangestellten, den wir machen, und den Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement. Ja. Wo bist du jetzt im Moment eingesetzt? Ich bin jetzt aktuell bei der Behindertenbeauftragten eingesetzt. Und macht es dir Spaß? Ja, war eigentlich ganz gut die letzte Woche. Okay, und Herr Böber, was sagen Sie zu Ihren Auszubildenden? Sind Sie zufrieden? Ich bin mit meinen Auszubildenden sehr zufrieden. Neben den jetzt genannten Berufen bilden wir auch noch Studenten aus der Betriebswirtschaft in der Fachrichtung Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit der Berufsakademie in Gera. Und wir haben auch begonnen, Geomatiker auszubilden, weil wir diese Spezialausbildung brauchen, um unser geografisches Informationssystem weiter sehr gut personell betreuen zu können. Ja, prima. Dann danke ich Ihnen und wünsche noch viel Erfolg auf der Messe und viele willige Lehrlinge. Hallo, mein Name ist Steffi Pingert. Ich bin Ausbildungsleiterin bei der Stadt Zeitz und wir freuen uns immer über Zuwachs von jungen Leuten, die Interesse nicht nur für den Beruf Verwaltungsfachangestellter mitbringen, sondern ganz natürlich auch für unsere Stadt. Ja, auch willkommen an unserem Stand. Ich bin der Matthias und hier der Kollege Danny dabei. Wir präsentieren uns hier unsere Hochschule Merseburg, was auch sonst. Wie gesagt, wir haben 4 Fakultäten, IKS, INW, WW und die sozialen Studiengänge. Ich bin Student der Kultur- und Medienpädagogik gewesen und also es war ein sehr praxisorientierter Studiengang. Und was ich euch sagen kann, unsere Hochschule ist einfach super, weil sie so praxisorientiert sind und das ist bei allen Fachbereichen so. Aber auch das geht natürlich nicht nur für unseren sozialen Studiengang, auch im WW-Bereich Wirtschaftswissenschaften sind wir natürlich wunderbar aufgestellt. Leider nicht die moderne, aber in der Theorie sind wir wunderbar und wir haben Koryphäen ohne Ende. Von daher, es lohnt sich. Macht einen Abstecher bei uns, kommt vorbei, schaut es euch an. Merseburg lohnt sich immer wieder. Dankeschön. Bis dann. Liebe Zuschauer, ich bin am Stand von Silbitz. Mir gegenüber steht der Herr Vogel. Herr Vogel stellt sich gleich vor, ein ganz toller Mann. Mein Name ist Jörg Vogel, bin Personalleiter der Silbitz Group. Wir haben hier in Zeitz und in Silbitz 2 Gießereien. Wir suchen jährlich 20 junge Leute, die sich für die Gießerei interessieren. Dort kann man noch mit seinen Händen richtig arbeiten. Es ist eine hochwertige Mechanikerausbildung vor allem. Wir suchen aber auch Kaufleute und Studenten. Also in jeder Richtung studieren oder eine fundierte Berufsausbildung bei uns im Hause. Wir sind tarifgebunden. Wir bieten vor allem eine Zukunft auch für junge Leute, weil wir jedem, der die Ausbildung in unserem Hause genießt, eine unbefristete Übernahme garantieren. Ich würde mich freuen, wenn wir ganz viele Bewerbungen bekommen und stehen immer für Fragen bereit. Alle können uns anrufen. Wir sind im Netz oder auf allen Messen. So, ich darf jetzt die